Miau, willkommen zurück zu Okami. Hadi. So, ich weiß gar nicht mehr genau, wo der Wächtersprössling ist. Kann aber sein, dass wir dafür hier rauf müssten. Hauptsache Waka taucht nicht wieder auf. Ja, wie findet ihr den? Ich finde ihn sehr anstrengend. Und im Moment sind wir noch ganz gut aufgelevelt für den Teil im Spiel. Aber die Kämpfe sind doch immer nicht so ohne und sie dauern halt. Und ja. Ich laufe jetzt einfach nur weiter. Ja, seht mal da hinten. Können ja unterwegs schon mal generell ein bisschen die Flora erfreuen. Ja, sehe ich ein. Der Pfirsich gehört dir, ich habe keinen Bock auf den Kampf. Ach, den hier hinten habe ich aber schon. Na gut. So, ne? Da restaurieren wir wohl erstmal die Brücke. Nichts leichter als das. Und ab geht's. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Die Taka-Ebene ist jetzt wieder normal. Ohne die verfluchte Zone wird es einfacher werden, Pinseltechniken zu finden. Als erstes hat diese große Windmühle wirklich mein Interesse geweckt. Hätte diese Möchtegern-Prophet nicht etwas darüber gemurmelt? Ach, was soll's, sie läuft uns ja auch nicht weg. Lass uns mal die Taka-Ebene erkunden, okay? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Leute, die hier in der Nähe leben. Klar, machen wir das. Und ich will einfach jetzt mal meine neue Pinseltechnik lernen. Oh, guck mal, neue Birds. Die sind grün. Die hatten wir noch nicht. Oh, da ist einfach Bird. Ich guck mal nach. Bestiarium hat jetzt noch wieder Wacker. Gemälde von Waka können sehr unterschiedlich sein, abhängig vom jeweiligen Künstler und der jeweiligen Geschichte. Manchmal jung und gut aussehen, manchmal ein alter Einsiedler. Aber unabhängig von den Unterschieden, der Eindruck des Mysteriösen bleibt immer erhalten. Dieses Mysteriöse umgibt ihn und die vielen Geschichten über ihn. Natürlich neigen die Leute dazu, Isuns Darstellung als richtig zu akzeptieren. Nachtigall, diese Vögel singen schön und lieben Samenkörner. Ach, die Nachtigall. Wir taufen sie Florence. Okay, ups. Ich glaube, bald können wir was aufbessern.
So, ist hier jetzt noch was? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir könnten noch runterspringen, aber ich laufe jetzt einfach mal. Oh, guck mal, da haben wir jetzt bei dieser kleinen Pfütze Seerosenblätter direkt unter unseren Pfotis. Das ist doch mal cool. Hauptsache mal kaputt gemacht. Ja. Oh, Füchse, die sind auch neu. Oh, ihr seid ja so wunderschön. Sowas fressen Füchse. Fleisch? Ja. Oh, ich liebe Füchse. Die sind so schön. Fantastisch. Fuchs, diese Fleischfresser sind sehr misstrauisch. Ach ja, kleine Foxies. 130, dann lass uns doch mal schauen. Nee, gerade so noch nicht. Gerade so noch nicht. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, aber ich weiß nicht mehr genau, was zu tun war. Maulwurf. Hey, hey, bleib sofort stehen. Wie kannst du es wagen, über unseren Grund ohne Erlaubnis zu gehen? Das werde ich dir nicht durchgehen lassen. Ich bin Maulwurf von den Maulis. Mauli-Anführer Maulwurf. Das gesamte Territorium unter der Taka-Ebene steht unter unserer Kontrolle. Wir können die Leute nicht einfach erlauben, hier herumzuwandern, wie es ihnen gefällt. Wie sollen wir uns entspannen mit Eindringlingen wie dir in der Nähe? Du wirst etwas von deinem Besitz hier lassen müssen, als Wiedergutmachung dafür. Du weißt, was ich meine, dieses goldfarbene Zeugs, das man in Geschäften benutzt. Hä? Oh, ich hab's. Ihr seid nur eine Horde Banditen, die Geld wollen. Nun, eher lernen Schweine fliegen, als du etwas von uns kriegst. Wir werden dir eine Lektion erteilen. Hohoho, du hast ganz schön Mumm. Auch in Ordnung, wenn es das ist, was du willst. Du wirst es bereuen. Kommt, Männer. Maulis, die besondere Staubwolkenformation. Wie ging das jetzt noch? Es braucht aber noch viel mehr, um mich zu verletzen. Wenn du kämpfen willst, dann lass uns richtig kämpfen. Du suchst Streit, oder was? Dann nimm das hier. Ja. Ach, shit. Okay, komm, mach nochmal. Aua! Du hast noch gar nicht alles aus uns herausgeholt. Du hast mich geschnappt. Ah, nein. Ich verstehe das einfach nicht. Wie kannst du gegen unseren besonderen Staubwolkentrick ankommen? Hast du genug von der hartköpfigen Ami? Das soll dir eine Lehre sein. Leg dich nicht mit den Göttern an, Maulpate. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Merkt ihr das? Ich erwarte von euch Jungs, dass ihr von jetzt an ehrlich seid. Ich kenne den Unterschied zwischen richtig und falsch. Es ist nur, ich war einsam. Ganz egal, wie lange ich hier unten warte, niemand kommt vorbei, um mich zu besuchen. Darum habe ich mich so verhalten. Ich wollte nur Aufmerksamkeit bekommen, das ist alles. Bitte, weißes Hühnchen, willst du mein Freund sein? Ich verspreche, ich werde mich von jetzt an auch anständig benehmen. Ehrlich. Du bist genau das, was ich brauche, Hühnchen. Wenn du hier bleibst, dann bin ich nicht mehr einsam. Das wird von Minute zu Minute seltsamer. Ich weiß, ich sollte meine Gefühle nicht so offen zeigen.
Ich werde wieder in den Untergrund gehen und meine Tränen allein vergießen. Nun, ich schätze, das bedeutet dann wohl auf Wiedersehen. Du wirst doch bald mal wieder vorbeikommen und mich besuchen, oder Hündchen? Ja, jetzt habe ich das und ich weiß nicht mehr, was man damit macht. Soll ich mal zum Teemeister? Nee, zum Teekäufer. Die hatten doch Stress wegen den Maulwürfen, oder wie war das? Hier war eine schreckliche verfluchte Zone, aber sie ist jetzt verschwunden. Jetzt sollte das Geschäft wieder normal laufen. Aber diese unheilstiftenden Maulwürfe haben meinen wertvollsten Besitz gestohlen. Ich kann ohne es unmöglich irgendwelche Arbeiten erledigen. Hey, das ist meine geliebte Teetasse, oder etwa nicht? Hast du sie von den unheilstiftenden Maulwürfen für mich zurückgeklaut? Teetasse. Danke dir, das ist mein Glücksbringer für ein gutes Geschäft. Nun, eine gute Tat verdient Dankbarkeit. Hier. Erhalten, goldener Pilz. Nun, was denkst du? Ganz schön beeindruckend, was? Ein Kunde gab ihn mir schon vor einer Weile als Bezahlung. Er hat so eine göttliche Aura. Ich hatte keine Idee, was ich mit ihm machen soll. Aber jetzt ist er dein Hündchen. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Cool. Ah, sollen wir nochmal speichern? Ja, was haltet ihr von den Maulwürfen? Sollten wir ihnen trusten? Oder macht man das eher nicht? Ich finde die ja ziemlich süß. Und irgendwie tun sie mir auch einfach leid. Der Arme war doch nur einsam. Bambussprössling. Knuspriges und leckeres Gemüse füllt den Magen ganz gut. Unser Magen ist eh die ganze Zeit voll. Lass ich drin. Ah ja, das könnten wir mal wieder machen. Ich warte eigentlich darauf, dass du so eine Kugel schmeißt. Ja, aber so, dass ich zurückwerfen kann. Ah, komm runter. Aua! Ich finde die als Gegner ganz cool, aber die sind auch anstrengend. Immer noch nicht, wie das mit den Zähnen funktionieren soll. Ah, was haben wir hier? Ein Tiger. Das ist ja fein. Ich glaube, den hatte ich in meinem Spiel. Ja, nicht ärgern. Nicht ärgern. Was ist eigentlich? Ist das gut, wenn ich die Steine kaputt mache? Oder sollte ich lieber nicht? Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Mysteriöser Matsutake-Pilz, der Gerichte verbessert. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich den schon einfach fressen will. Diese Fleischfresser haben große Zähne und Klauen. Stimmt.
Oder doch, ich glaube, den Tiger hat er schon, aber die trifft man nicht so oft. Oh ja. Die hier sind nicht so nice. Ihr seht auch, das Setting ändert sich sofort. Frau Zungenschneider. Ha! Ich habe gerade noch etwas Leckerem gesucht, das ich in meinen Topf tun kann. Du wärst genau passend, du kleiner Köter. Böse Frau Zungenschneider. Du wirst schon ausreichen, bis mein Ehemann uns ein großes Tier fängt. Ja. Ihr seht also, Frau Zungenschneider ist nicht so cool. Und ich gehe hier lieber wieder weg. Wer bellt denn da? Zum Dorf Kusa. Da ist wieder eine Statue. Und noch ein Dämonentor. Oh, ich sehe gerade, der Pfad ist vorbei. Gut, was es mit ihr auf sich hat und mit diesem Tor, das sehen wir morgen in der letzten Runde. Okami, danke fürs Zusehen. Schnappler und Kommi. Bis dann!